die soeben von der Regierung bekannt gegeben wurde. Begeben Sie sich umgehend an einen sicheren Ort. Es droht eine totale Abschaltung. Und in der Gerüchteküche, das super für ein Mochen. Hört mal über sich selber wieder nur die ärgsten Sachen. Man glaubt, man kennt sie, aber schön wollig mal daneben. Wenn man zu jeder Sache muss, man eine Jahrheit geben. Und man wartet auf was und merkt, es wird spät. Na, vielleicht ist es gescheiter, wenn man einfach schlafen geht. Man wartet auf was und merkt, es wird spät. Dann wart man einfach drauf, dass die Zeit vergeht. Um sieben, dem Wind, dass ich sofort aus meinem warmen Bett ausspring. Mir bringt nichts Gutes, das hab ich im Gefühl. Wahrscheinlich eine Rechnung, wenn die hier sowieso nicht immer wart auf. Gescheut, den du umhörst. Scheiß Zug, das gibt's ja noch nicht. Das gibt's ja nicht, wo kommt der scheiß Zug da her? Ich meine, da bin ich von dem geschissenen Bahn übergegangen. Wichtige Information. Es folgt ein Aufruf der Bundesregierung. Hiermit wird bestätigt, dass die von der EU-Kommission geplante totale Abschaffung der Zeit mit dem heutigen Tag um Punkt 18 Uhr stattgefunden hat. Unbeantwortet bleibt derzeit die Frage der Folgenabschätzung. Es gibt seitens der Behörde noch keinen Plan für die Übungsgeschwindigkeit.